o filho de Schmetterling. Es war ein herrlicher Morgen. Ophelia wachte auf. Sie streckte und reckte sich wohlig. Ophelia, hörte sie von weit her. Ophelia schaute auf. Das war Joppes Stimme. Wo bist du? Antwortete Ophelia. Warum schreist du denn so? Oh, rief Joppe wieder. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe so viele Schmetterlinge im Bauch. Wo willst du denn so schnell hin? Fragte der Erdmann. Joppe schreit etwas von Bauchschmerzen, hört sich nicht gut an. Bauchschmerzen kenne ich, sagte Erdmann. Weißt du, was dagegen hilft? Eine Wärmflasche. Warte, ich komme mit. Ist was mit Joppe? Fragte Frosch neugierig. Er hat schlimme Krämpfe und sein Hals tut weh. Oh je, da muss er ganz viel Kräutertee trinken. Macht ihr einen Ausflug? Wollte Stachelschwein wissen. Wir müssen schnell zu Joppe, dem tut alles weh und er kann kaum noch sprechen. Er ist wohl vom Baum gefallen. Armer Joppe, rief Stachelschwein. Vielleicht kann er nie wieder mehr laufen. Was ist los, fragte Nashorn besorgt. Joppe ist vom Baum gefallen und hat den Bein gebrochen. Er hat schlimme Schmerzen und kann sich nie wieder mehr bewegen. Wie schrecklich, rief Nashorn. Er wühlte sich aus Matsch und galoppierte hinterher. Was ist denn da für ein Lärm? Beschwerte sich Dukan. Brennt es irgendwo? Nirgendwo. Hast du nicht gehört, was Joppe passiert ist? Joppe hatte einen schlimmen Unfall. Er hat sich alles gebrochen. Jammerte Nashorn. Unfall, wer hatte einen Unfall? Wollte Schildkröte wissen. Joppe, Joppe ist gestorben. Kratzte Tukan. Und senkte traurig den Kopf. Tot! Kreischten Erdmann, Frau Stachelschwein und Nashorn zusammen. Traurig setzten sie sich ans Ufer. Joppe ist tot? Was war passiert und wo war eigentlich Ophelia? Hatte sie die traurige Nachricht überhaupt schon gehört? Hallo, klang es fröhlich aus der Ferne. Da kam Ophelia mit Joppe. Du bist ja gar nicht tot. Ich? Wieso? Wer behauptet das denn? Alle waren erleichtert. Aber was fehlt dir denn wirklich? Fragte Nashorn. Er hat Schmetterlinge im Bauch, lachte Ophelia. Und weißt du was? Die hab ich jetzt auch. Kann man daran sterben? Fragte Frosch ein wenig ängstlich. Nein, sagte Tukan. Aber es ist bestimmt ansteckend.